Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute geht es um das Thema Erkältungen. Es ist noch wunderbar draußen. Wir hatten gerade heute wieder herrlich Sonnenschein, 20, 22 Grad. Ja, und trotzdem ist es so, dass die Leute schon anfangen und liegen da nieder mit Grippe, mit Infekten und haben wirklich Probleme und haben ja fiebrige Grippeerkrankungen. Bei Erkältung ist es so, vielleicht weißt du es, natürlich kannst du mit der Ernährung sehr, sehr gut dagegen steuern. Und ich möchte dir heute zwei Sachen erzählen, die du eigentlich ganz einfach machen kannst, wenn du jeden Tag ein bisschen drauf achtest, was du isst. Und zwar geht es da um das Thema Vitamin C und Zink. Das eine ist ein Vitamin, das andere ist ein Mineralstoff. Ziemlich einfache Sachen. Was ist die Aufgabe von dem Vitamin C? Nun, das Vitamin C stabilisiert das Immunsystem, spielt eine ganz wichtige Rolle. Und eigentlich ist es auch so, dass wir davon auch jeden Tag genug essen. Eigentlich, weil das Vitamin C ist nicht hitzebeständig. Das heißt, wenn Sachen stark oder mehrfach erhitzt werden, dann zerfällt das in seine Bestandteile und kann vom Körper einfach gar nicht mehr so verwendet werden. Natürlich ist es so, dass wir in dem Sinne keine Mangelerscheinungen von Vitamin C haben. Skorbut beispielsweise kriegt man ja, wenn einem quasi ein ganz starker Vitamin C-Mangel vorliegt, fallen einem die Zähne aus. Das gibt es ja schon seit dem Mittelalter nicht mehr. Aber trotzdem kann es passieren, dass wir unterversorgt sind, weil wir einfach regelmäßig Sport treiben. Dann braucht der Körper einfach mehr von diesem Vitamin C. Und wenn wir es dann nicht ausreichend nachfüllen über die Ernährung, naja, dann kommt es relativ schnell dazu, dass wir eine Lücke haben. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, dass so circa 100 Milligramm pro Tag für einen normalen erwachsenen Menschen ausreichen an Vitamin C. Und die meisten Leute denken im Prinzip sofort an Zitrusfrüchte, Orange und Zitrone. Die haben auch viel Vitamin C, allerdings kann man auch extrem gut mit Kohlsorten beispielsweise arbeiten. Kohl hat eine richtig gute Vitamin C-Inhaltsstoff, Brokkoli beispielsweise oder auch ganz einfache Kräuter wie Petersilie. Petersilie hat auf 100 Gramm 130 Milligramm Vitamin C, das ist eine richtige Vitamin C-Bombe. Oder auch so ganz klassische Dinge, die es bei uns hier in der Region gibt, wie Sanddorn oder Hagebutte beispielsweise. Ich mache dir hier unten in die Kommentarfunktion, in die Videobeschreibung, mache ich dir eine Liste rein, wo du Lebensmittel mit Vitamin C-Gehalt finden kannst, an denen du dich so ein bisschen orientieren kannst. Also Punkt 1, achte auf das Vitamin C, esse mehrfach täglich Lebensmittel, in denen Vitamin C enthalten ist, damit der Körper immer genug davon hat, und nimm es auch nach Möglichkeit, zumindest in einem gewissen Anteil, ungekocht und ungegart, also über Rohkost oder über Früchte auf, damit du im Prinzip ja das nicht zerkochst und damit es nicht zerfällt. Besonders nach dem Training ist es gut, auch mit Vitamin C zu arbeiten, vor dem Training, nach dem Training, weil nach dem Training hast du eigentlich immer so die Situation, dass das Immunsystem mal kurz ja in die Knie geht. Wenn du es quasi schwächst durch den Trainingsreiz, bist du relativ anfällig, und wenn man sich dann noch verkühlt möglicherweise, dann ist es doch schnell geschehen. Ich persönlich arbeite deswegen gerne mit einer Nahrungsergänzung. Ich nehme auch durchaus mehr Vitamin C auf, je nachdem, was ich gemacht habe. Also wenn ich zum Beispiel eine intensive Radeinheit gemacht habe oder auch ein intensives Krafttraining, aber schon eher nach langen Ausdauereinheiten, dann nehme ich persönlich durchaus bis zu 2 Gramm Vitamin C in Form einer Nahrungsergänzung auf. Achtung, das ist keine Empfehlung. Ganz klar nicht. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ich fahre damit seit vielen Jahren sehr gut. Ich habe damit keine Probleme gehabt und ich war auch tatsächlich sehr lange nicht mehr krank, was solche grippalen Effekte angeht. Das ist aber meine persönliche Erfahrung und keine Empfehlung. Bitte das einmal berücksichtigen. Da kommt die Frage, kann man Vitamin C überdosieren? Ja, im Prinzip kannst du es überdosieren. Dann hast du den Effekt, dass du so Kribbeln im Mundbereich hast oder vielleicht so ein bisschen so einen Effekt von wunden Lippen oder einem wunden Rachen. Ganz sicher wirst du aber, wenn du Vitamin C überdosierst, eher Durchfall kriegen. Das ist so das, was auf jeden Fall passiert. Gefährlich ist das nicht, es sei denn, es besteht eine Grunderkrankung. Also Leute, die zum Beispiel eine Nierenerkrankung haben, die sollten aufpassen. Da kann auch das Vitamin C in der Überdosierung ein Problem machen, weil das Vitamin C über die Nieren ausgefiltert wird. Also bei Nierenerkrankungen generell immer aufpassen mit Nahrungsergänzungen. Ansonsten Vitamin C drauf achten und gleichmäßig über den Tag verteilt aufnehmen. Das andere ist das Mineral Zink. Das Mineral Zink ist ohnehin ein sehr, sehr wichtiger Stoff für alle Leute, die regelmäßig Sport treiben. Das ist erstens mal sehr wichtig für den gesamten Stoffwechsel, aber auch für den Proteinstoffwechsel ist es wichtig.
Das heißt, wenn du ein Muskeltraining machst, du möchtest Muskeln erhalten und Muskeln aufbauen, ist es wichtig, dass du ausreichend Zink aufnimmst. Und auch das Zink ist natürlich am Immunsystem beteiligt, ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor darauf. Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für einen erwachsenen Menschen so 14 Milligramm Zink pro Tag. Und das kann man eigentlich schon ganz gut aufnehmen, aber auch hier muss man wirklich wieder sehr gut auf die Ernährung achten, um das zu schaffen. Ich habe mir mal ein paar Sachen rausgeschrieben. 100 Gramm Haferflocken beispielsweise haben 4 Milligramm Zink. Nüsse, verschiedene Sorten, Paranüsse, Walnüsse. Nüsse haben grundsätzlich immer so irgendwas zwischen 3 bis 4 Milligramm Zink auf 100 Gramm wohlgemerkt. Und wenn du 100 Gramm Nüsse isst, ja, da hast du auch schon Kalorien aufgenommen auf jeden Fall. Und was sehr, sehr viel Zink beinhaltet, aber was die meisten Menschen wahrscheinlich nicht so häufig essen, das sind Austern und Leber. Da hast du natürlich richtig, richtig hohe Werte von über 100, 160 Milligramm. Also richtig, richtig starke Werte. Gemüse und Obst hat leider so gut wie gar nichts. Also Gemüse und Obst, das ist wirklich alles im 0-Komma-Bereich. Das ist ganz, ganz wenig. Der Vorteil beim Zink ist letzten Endes wieder, dass es nicht verkocht, weil es einfach ein Mineral ist. Das kann nicht zerfallen. Das bleibt im Prinzip in der Struktur, wie es ist. Das heißt, auch wenn du es erwärmst, hast du damit keine Probleme. Beim Zink ist es so, dass man schon mit einer Überdosierung auf jeden Fall aufpassen soll. Also wenn du zu viel Zink aufnimmst in Form von einer Tablette, von einer Nahrungsergänzung, da kann es sein, dass dir unheimlich übel wird. Das ist ein ganz direktes Zeichen dafür, dass es definitiv zu viel ist. Zink kann man auch wirklich als sozusagen Vergiftung erzeugen. Und wenn du zu viel Zink über eine längere Zeit konsumierst, hat das negative Folgen auf den anderen Stoffwechsel, zum Beispiel Mineralien wie Kupfer oder auch Eisen. Die werden dadurch in der Aufnahme gehemmt. Und das kann zu Fehlverhalten führen. Also da würde ich nicht irgendwie eine unkontrollierte Dauereinnahme eingehen. Das ist wichtig. Ich persönlich ergänze auch Zink als Nahrungsergänzung, mache das auch schon seit vielen Jahren, kombiniere das auch wieder nach einer intensiven Trainingseinheit zusammen mit dem Vitamin C. Ich persönlich nehme für mich 50 Milligramm. Das ist eine recht hohe Dosierung. Ich mache das aber nicht sehr häufig. Also ich nehme das jetzt nicht irgendwie viermal die Woche oder sowas, sondern wirklich nur, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt hast du wirklich eine intensive Einheit gemacht und jetzt ist es gut, dem Körper was zu geben, dass der regenerieren kann. Auch das ist wieder keine Empfehlung an dich. Das ist meine Dosierung, das vertrage ich, das funktioniert bei mir gut und ich prüfe das auch, weil ich in größeren Abständen Blutbilder machen lasse und der Zinkwert und die anderen Werte sind also immer okay. Das würde ich ohnehin empfehlen, wenn du solche Nahrungsergänzungen nimmst, die in den Stoffwechsel eingreifen, Blutbilder machen lassen, zumindest einmal im Jahr, um zu gucken, dass alles völlig in Ordnung ist. Das waren im Prinzip meine beiden Empfehlungen, die eigentlich relativ einfach sind, aber auf die man wirklich achten sollte und die man gleichmäßig umsetzen muss mit einer konstanten Ernährung, damit das gut funktioniert. Achte auf deinen Zinkhaushalt, achte auf deinen Vitamin-C-Haushalt, achte darauf, dass du es gut dosierst. Wenn ich sage, dass ich das nach dem Training aufnehme, dann nehme ich das nicht sofort und unmittelbar nach dem Training auf, sondern so circa 60 Minuten danach. Das ist für mich eine gute Option, dass es auch mit der Verdauung funktioniert, dass ich da keinerlei Probleme habe. Das hat sich bei mir bewährt. Grundsätzlich, das sind meine Empfehlungen. Ich gebe dir keine Empfehlung für die Dosierung. Ich habe es jetzt ein paar Mal gesagt, das ist mir aber sehr wichtig. Mach keine Experimente, gesunde Basisernährung, echte Lebensmittel sind immer noch das Beste, was man tun kann. Eine gezielte Nahrungsergänzung hilft aber weiter, wenn man es damit nicht schafft. Zink und Vitamin C sind sehr wichtig, um das Immunsystem zu stabilisieren und Erkältung zu vermeiden. Schreib alle deine Fragen in die Kommentare. Danke, dass du zugeschaut hast. Wenn du andere Erfahrungen gemacht hast oder auch wertvolle Tipps geben kannst, schreib gerne alles in die Kommentarfunktion. Danke, dass du zugeschaut hast und bis zum nächsten Mal. Ciao.